Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Also gut, bereite dich auf einen Ausstieg vor, falls dir da drin zu heiß wird. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, gehen jetzt wirklich 4 Minuten drauf, nur wegen dem Scheiß? Nee, das will nicht. Mann. Bist du in Ordnung? Go, easy go!
Nein! Alter, nein jetzt. Okay, Platz 3. Mann! Alter, was ist denn jetzt los? Warum rutsche ich da die ganze Zeit? Ey, Mann. Thank you.
sehr rein. Das erhöht deinen Getriebeverschleiß. Ich kann Benzin mehr. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Oh yeah. km/h fühlt sich plötzlich so langsam an. So. Wie schaut's denn aus? Platz 3 noch aktuell, okay. Für eine meine Runde reicht's nicht. Okay, jetzt nochmal 5. Die Startreihen für das Rennen morgen 6. stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein. Okay. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Es ist gut, Zuverlässigkeitsprobleme schon im Training anzugehen, nicht wahr? Das war dann alles. Jo, mach's gut, ciao. Super. Läuft. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Merci, merci. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im Rennen im Hockenheim Ring im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Was wie Sie. Ciao, ciao.